Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Void Slicer EP von Shaik den Kumpel. Und zwar habe ich es mir nicht nehmen lassen, da ich ein großer Star Wars Fan bin, die Star Wars Battlefront Beta auszuprobieren. Also das neue Battlefront von EA und DICE. Und ich war eigentlich relativ positiv überrascht über das Spiel. Ich hab ein paar Aufnahmen angenommen, ich habe zwei Matches ins Video geschnitten, inklusive ein bisschen Walker Assault, obwohl das ab und zu vom Aufnehmen her nicht so gut geklappt hat. Wundert euch nicht, wenn ich mich ein bisschen blöd angestellt habe in dem Gameplay, aber ich habe das da heute zum ersten Mal gespielt und war eigentlich wirklich positiv überrascht, das Spiel. Das war richtig, richtig cool. Schön fand ich die, gerade die Original-Soundeffekte und das alles, dass das alles drin ist. Also man sieht mich jetzt ja gerade als Rebell spielen. Und das ist Drop Zone, heißt der Modus, glaube ich. Da muss man so Fluchtkapseln, glaube ich, waren das, so Pots beschützen. Und muss sich gegen jeden Gegner verteidigen. Der Modus, der war wirklich sehr angenehm. Hat mir wirklich gut gefallen, vor allem, wenn man von Sturmtruppen kämpft. Also man kämpft nicht gegen die AI, sondern das ist wirklich ein Player vs. Player Modus, also wirklich PvP. Und da bin ich jetzt gerade verreckt. Naja. Und ich finde auch die Waffen auch ganz cool animiert. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Waffen, die hören sich alle relativ ähnlich an. Außer der Blaster, der erste, den ich da gerade benutze, und das Maschinengewehr, was ich dann im zweiten Spiel benutze. Das war so ein Teil, wo ich sage, ja, das war wirklich ein Unterschied zu merken. Aber bei der einen bis, was war's, dieser DC-11 Blaster, oder wie der heißt, der hat sich irgendwie hat nicht so mächtig angefühlt. Vom Schießen her, ich weiß es nicht. Da merkt man halt relativ wenig, welche jetzt da extrem stark ist. Aber ich weiß nicht, der erste Blaster, den ich genommen habe, der da im Video jetzt zu sehen ist, der war irgendwie, finde ich, fast der coolste. Man hat relativ viel Schaden angerichtet und er hat auch relativ schnell geschossen. Und der hat mir auch vom Aussehen relativ gut gefallen. Und ja, das Spiel sieht einfach nur wunderschön aus. Also ich habe jetzt da am PC gespielt mit hohen Einstellungen. Klar, wenn ich es aufnehme, hat es nur so 30 Frames, manchmal ein bisschen mehr. Sonst läuft das normalerweise mit schönen 60 FPS. Das ist wunderschön. Das kann man wirklich super spielen mit hoher Auflösung. Auf Ultra würde es bei mir auch noch funktionieren. Allerdings, dann habe ich nur noch 30 Frames und das will ich auch nicht. Da bin ich da gerade am Verstecken und das hat da wunderbar funktioniert. Ich war sehr begeistert, wie das Gameplay da gelaufen ist, weil ich relativ wenig gestorben bin als normalerweise. Und die Granaten und so erfüllen auch ihren Zweck, weil sie auch echt die Leute wegsprengen. Ich kenne das in anderen Shooter, wirft man die Granaten nur, um einfach den Leuten Angst zu machen, aber hier funktioniert das einfach wunderbar. Man hat vor allem verschiedene Items dabei, zum Beispiel gibt es einen Ionenschuss für die ganzen Blase, dann kann man die Fahrzeuge besser beschädigen, so habe ich das verstanden, und Ionengranaten. Außerdem ist es auch in dem Battlefront möglich, mit Raumschiffen durch die Gegend zu fliegen. Habe ich leider nicht geschafft, das aufzunehmen, weil in dem Match, wo ich Walker so gespielt habe, habe ich es nicht geschafft, ein Raumschiff zu erwischen. Jetzt möchte ich aber ein bisschen drüber reden, was mich an dem Battlefront ein bisschen gestört hat. Weil ich finde, es sieht ja grafisch wirklich wunderschön aus. Die Steuerung ist super einfach. Auch mit dem Controller lässt sich das wunderbar steuern. Ich habe auf dem PC mit einem Xbox-Controller gespielt und das hat sich wunderbar gesteuert. Und das Spiel wirkt auch wirklich relativ balanciert. Das muss man sagen. Es kommt wirklich darauf an, wie gut man spielt. Und mehr nicht, oder? Also bei dem Dropzone-Modus hier auf jeden Fall. Bei dem Walker Sword bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber da komme ich später noch drauf zu. Was hat mich denn so ein bisschen gestört? Ja, zum einen halt die Tatsache, dass man nicht selbst bestimmen kann, ob man im Schiff ist oder nicht. Zum Beispiel im Walker Assault ist es ja so, dass man ja wirklich... als Rebell hat man das Ziel, man muss die AT-ATs zerstören, bevor die, naja, in die Nähe der Hot-Basis kommen und alle Stützpunkte übernommen wurden von den Gegnern. Und dann wird die Basis zerstört am Ende. Also das ist das Ziel der Rebellen. Die müssen einfach die AT-ATs zerstören, diese zwei. Und das dauert doch relativ lange, weil die Rebellen haben, ja, ihre normalen Feuerwaffen und halt keine Kampfwaffen, nichts. Die haben nur ihre Raumschiffe. Und bei denen ist das Problem, was mich an dem Ganzen einfach ein bisschen stört bei dem neuen Battlefront, du kannst nicht selbst bestimmen, wann du in dein Raumschiff gehst und wann nicht. Das ist ein bisschen scheiße, weil es ist nämlich bei diesem Battlefront so gelöst worden. Ich weiß nicht, ob sie das später vielleicht mal ändern werden. Es ist jetzt die Beta. Aber es ist so, wenn du ein Raumschiff fliegen willst, dann geht das nicht. Sondern du musst auf der Map
irgendwo zufällig spawnt so ein Item. Und wenn du das einsammelst, dann kannst du mit, wenn du, was war es, RB und LB gleichzeitig drückst, dann sagt er so, ja, komm mal, ich brauche ein Raumschiff ganz schnell. Und dann kommst du auf einmal mit dem Raumschiff. Und dann fliegst du so lange mit diesem Raumschiff rum, bis du abgeknallt wirst. Und das dauert gar nicht mal so lange. Also man stürzt relativ schnell ab. Gerade wenn man einmal kurz irgendwo anhängt, ist man sofort kaputt. Gut, das mag realistisch sein, aber ein bisschen schade ist es schon. Man, klar, wenn man da mal in der Luft ist, macht das wirklich Spaß. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass das so, naja, so ein bisschen öde gelöst wurde. Nicht, dass das bei Battlefront 2 war das nämlich so. Klar, man kann die Spiele nicht vergleichen. Battlefront 2 ist von einem ganz anderen Entwickler, war einfach vom Aufbau ganz anders, hat der Kampagne alles gehabt. Das hier richtet sich einfach vollkommen auf Multiplayer, auf Shooter und sowas. Aber trotzdem ist es doch ein bisschen schade, dass man nicht mehr im Raumschiff fliegen kann, wann man will. Weil damals in Battlefront 2 einfach war es so, dass man einfach irgendwo war eine Basis und dann war da ein Raumschiff und da konntest du einfach einsteigen, wenn es da ist. Und meistens sind diese Schiffe wieder gespawnt, immer wieder. Sodass man, wenn ein Schiff abstürzt, dass dann gleich ein neues kommt. Hier ist es so, du musst wirklich quer durch die halbe Map laufen und mal Glück haben, dass du mal so ein Teil erwischt. Ich zum Beispiel habe noch, ich glaube jetzt viermal fliegen können. Und dann nie wieder. Klar hatte ich dann extremen Spaß dann, weil die Flugsteuerung wirklich gut ist. Also ich habe ja schon erwähnt, die Steuerung ist wirklich super in dem Spiel. Steuert sich wirklich einfach. Das Zielen ist für mich noch ein bisschen schwierig, aber das ist alles Übungssache. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Ich finde es nur, was man beim Zielen ein bisschen ansprechen muss, ist einfach, dass man, ja, gerade bei der Hot Map, wo dieses Walker Sold ist, dass man dort relativ schlecht die Gegner sieht. Also man sieht seine Verbündeten sehr gut, weil das immer so schön blau ist. Die Gegner haben aber kein rotes Mark oder so, sondern die haben kein Mark, sondern die laufen einfach frei rum. Und du siehst halt nicht, dass das ein Gegner ist. Sondern du musst halt wirklich gucken, ist das jetzt ein Rebell? Weil gerade bei der Hoff-Map ist es so, ein Schneetruppe sieht, naja, wenn man die daneben steht, stehen die schon wirklich komplett anders aus. Aber die Rebellen sind weiß und die imperialen Truppen sind auch weiß. Und das macht es halt ein bisschen schwer, diese zu unterscheiden. Muss ich ganz ehrlich, also so, wenn man auf der Map spielt. Seine eigenen Leute erkennt man immer super, weil die so blau sind. Weil die so ein blaues Mark über dem Kopf haben. Aber die Gegner nicht. Die laufen einfach frei rum. Wenn die so ein rotes Mark hätten, wäre es ein bisschen einfacher, die Gegner zu sehen. Weil mir ist es nicht selten passiert, dass ich einfach mal irgendwo lang gelaufen bin und plötzlich wurde ich von hinten abgeknallt. Einfach weil ich nicht bemerkt habe, dass da ein Gegner war. Klar, das ist so ein Überraschungsmoment, aber ist schon ein bisschen schade, weil man ist auch ratzfatz tot. Also wenn man wirklich mal abgeknallt wird, dann ist man wirklich schnell tot. Das ist mir aufgefallen, du bist wirklich schnell weg. Man sieht es eh im Video. Ich bin so oft blöd gestorben, einfach nur, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass da ein Gegner ist. Das war richtig scheiße einfach. Aber naja, das ist ja auch realistisch. Es ist auch so, je nachdem, wo man hinzielt, macht der Schuss mehr Schaden. Das macht ja auch Sinn. Zum Beispiel, wenn man gegen den Kopf schießt, dann stirbt der Gegner wesentlich schneller, als wenn du in die Brust schießt. Das ist mir so oft aufgefallen. Ich habe gegen die Brust geschossen und der starb einfach nicht. Aber wenn man in den Kopf ballert, der Gegner ist mit 3-4 Schüssen tot. Also ratzfatz. Was ich auch cool finde, es gibt ja an sich keine Klassen mehr. Das mag zum einen ein bisschen schlecht sein, weil das ein bisschen die Abwechslung nimmt, aber bei dem Battlefront 2 war es einfach so, dass man einfach verschiedene Klassen hatte. Statt verschiedene Waffen und so hat man verschiedene Klassen gehabt und die wiederum hatten verschiedene Waffen und verschiedene Ausrüstung, Bomben, weiß was ich, Schockwerfer, weiß ich, was es alles gab. Und das gibt es in diesem Battlefront nicht. In diesem Battlefront ist es einfach so, du schaltest Waffen frei und diese kannst du dann halt verwenden. Du kannst deinen Charakter umdesignen. Das geht hier in der Beta leider noch nicht. Du hast dann immer ein zufälliges Design. Bei den Sturmtruppen fällt es eh kaum auf, aber da gibt es bestimmt dann, da gibt es dann auch bestimmt geilere Sachen. Zum Beispiel, dass die sicher schwarz sind oder so. Ich bin da echt gespannt dann. Bei den Rebellen ist es so, dass du manchmal eine Frau bist, manchmal bist du so ein komischer Alien, manchmal bist du ein Mensch in schwarzer Hautfarbe oder weiß. Das ist manchmal ganz unterschiedlich. Das wird einfach zufällig durchgewürfelt in der Beta. Das finde ich ziemlich cool, dass man das kann, so eigen aussehen. Das ist schon cool. Das gab es damals nicht. Damals war es einfach so, man hatte irgendwelche Klassen ausgewählt und dann hat man halt gespielt und hat dementsprechend halt so ausgesehen, oder? War nichts Schlechtes, aber es hat halt das eigene Design ein bisschen beeinträchtigt. Aber was ich jetzt eben sagen wollte, das ganze Spiel wirkt dadurch ein bisschen Balance besser als Battlefront 2. Bei Battlefront 2 war es eigentlich so, wenn du Rebellen gespielt hast, dann hast du eigentlich immer gewonnen. Wenn du rumstandest,
hast du immer gewonnen. Das ist mir aufgefallen. Die KI ist bei Battlefront 2 natürlich verbuggt. Das muss man ja wirklich sagen. Die ist verbuggt. Das ist einfach so an vielen Stellen. Klar, sie ist wirklich, funktioniert wirklich, aber sie ist verbuggt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist halt schon ein bisschen schade, weil Battlefront 2 war wirklich so ein tolles Spiel, aber leider ist es halt auch ein bisschen verpackt gewesen. Aber was ich jetzt sagen wollte, bei den Rebellen war es nämlich so, dass zum Beispiel Wookies dabei waren. Und die waren einfach viel, viel tankiger als der Dark Trooper bei den Sturmtruppen. Das war einfach ein bisschen unbalanced. Die haben da einfach bei den Klassen teilweise nicht richtig aufgepasst bei Battlefront 2. Ich weiß nicht, ob das bei Battlefront 1 genauso war, aber bei Battlefront 2 hat man doch gemerkt, okay, wenn ich nur rumstehe und nicht viel mache, dann gewinnt das Imperium nie. Das Imperium gewinnt nie, außer auf Hoth. Da gewinnen die immer, weil die ein AT-AT und AT-ST haben und die Rebellen haben einfach gar nichts. Außer halt Schneegleiter. Das haben die hier bei Hoth auch ein bisschen besser gemacht. Das ist einfach, da wirkst einfach viel mehr, dass es eine Schlacht ist. Oder? Da wirkt es dort noch viel mehr wie ein Shooter wie damals, aber es ist einfach, es sieht einfach episch aus und die Schlachten sind einfach saugeil gemacht in dem Spiel. Aber bei damals war das halt nicht bei Battlefront 2, war einfach die Grafik noch nicht so gut war. Wann kam das raus? 2005, glaube ich. Ende 2005. Als der dritte Film schon rauskam, glaube ich. Und da war die Grafik noch nicht so gut. Hier wirkt das Spiel halt wesentlich balancer, dadurch, dass es keine Klassen gibt, weil einfach jeder gleichberechtigt ist. Jeder kann entweder ein Jetpack nehmen oder Thermalgranaten, was ich hier hatte. Was es auch nicht mehr gibt, ist eine Sniper-Klasse. Das gibt es nicht. Snipern kann man nur, habe ich jetzt so irgendwie gemerkt im Spiel, es gibt an sich kein normales Sniper-Gewehr. Das heißt, Sniper wirst du hier nicht finden. Kein normale. Du kannst allerdings ein Sniper-Gewehr einpacken als Zusatzwaffe und kannst dann einen einzigen Sniper-Schuss machen. Und dann ist die Waffe wieder weg. Da musst du wieder warten, bis sie sich wieder aufgeladen hat. Das ist cool. Du hast auch an sich keine Munition mehr. In Battlefront 2 warst du, dass du Munition hattest. Hier ist es so, du hast einfach unendlich Muni, aber deine Waffe überhitzt nach einer Zeit. Und je nachdem, was es für eine Waffe ist, überhitzt die schneller. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für die Granaten. Wenn man die schmeißt, dauert es eine Weile, bis ich wieder eine neue werfen kann. Das ist cool, man ist da nicht so eingeschränkt. Das Spiel ist so schon total chaotisch wegen dem ganzen Gefecht. Aber ich muss gerade sagen, gerade den Modus, den man jetzt sieht, den Dropzone-Modus, da spiele ich jetzt ja gerade beim Imperium. Der Modus wirkt doch sehr balance. Weil ich habe einmal Rebell gespielt extra und gleich danach noch Imperium, damit ihr mal seht, dass das beide Seiten auf jeden Fall voll balance sind. Was mir allerdings auffällt ist, das Imperium mag vielleicht öfter verlieren auf der Map, weil einfach die Sturmtruppen besser zu sehen sind. Die sind weiß. Aber ich wette, man kann später im Hauptspiel bestimmt, ja, weil da man ja sein Aussehen ändern kann, bestimmt den Sturmtruppen so eine orange Farbe geben oder einfach irgendeine, dass sie nicht mehr so auffallen. Hier sind sie halt weiß und dadurch sind sie halt leicht erkennbar. Gut, die Rebellen sieht man auch, weil die so orange sind, aber trotzdem. Es ist mir manchmal so aufgefallen, dass die Jäger mich einfach als Sturmtruppe viel schneller gesehen haben. Naja. Kommt auch manchmal aufs Manöver an. Und das ist ziemlich cool. Es gibt auch, wie gesagt, viele, viele Waffen und Veränderungen. Also jetzt hier in der Beta gibt es nur 4 Waffen, später gibt es bestimmt noch viel mehr. Und es gibt auch Helden. Bei den Helden bin ich aber auch enttäuscht, genauso wie bei den Fahrzeugen. Bei den Helden ist es genau dasselbe im Prinzip wie bei einem Fahrzeug. Du musst ein Item finden, sonst kannst du ihn nicht spielen. Damals war es so, man musste eine bestimmte Anzahl Gegner töten und als Belohnung durfte man dann einen Held spielen, der total unbalanced war. Der wirklich alles auf seinem Weg vernichtet, rasiert und getötet hat. Einfach alles. Und hier wirkt der Helden als Gimmick. Also er wirkt da irgendwie hingeklatscht. Er macht zwar wirklich Schaden, tötet sie easy, aber irgendwie, naja, wenn da so ein AT-ST gegenübersteht, dann stirbt der Held auch ratzfatz. Muss man ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Aber die Helden sind halt auch nur so Gimmicks, habe ich das Gefühl. Die wirken einfach nur da drin, weil sie einfach da sein müssen. Weiß ich nicht, das fühlt sich so irgendwie an. Ich konnte auch leider nie einen Held spielen. Ich konnte auch leider keinen Held zeigen. Ich habe zwar hier jetzt Dropzone gespielt, hier gibt es auch keine Helden. Das gibt's eben, das ist auch sowas. Bei Battlefront 2 konntest du immer einen Held spielen, egal welche Map. Und hier ist es so, wenn du hier in Dropzone-Modus spielst, gibt's keinen Helden. Gibt's nicht. Ich glaube, bei Battlefront 2 gab's bei jedem Modus Helden, glaube ich. Da konntest du bei jedem Modus Helden spielen. Du konntest die Helden allerdings auch abschalten, weil sie eben am Balance sind. Das war aber völlige Absicht eigentlich. Und ich finde es doch ein bisschen schade, doch sehr cool fand. Mit den Helden und so, dass die da wieder da sind. Gerade dem Louis, das Neo, mit dem ich sehr viel mache, mit dem Readyman, gerade der liebt es, mit Helden alles kaputt zu klatschen. Aber ich persönlich finde das
mochte die Helden zwar nie wirklich bei Battlefront, es ist zwar cool, wenn man ab und zu mal Darth Vader gespielt hat und alles abgeschlachtet hat, aber irgendwie mochte ich es lieber, Leute abzuknallen. Es gibt hier auch natürlich wieder so KI-Modus oder sowas, das kann man hier in der Beta allerdings auch noch nicht spielen. Und ich denke, ich komme jetzt mal zum Ende. Ihr seht jetzt noch so ein bisschen Hot Escape. Ich nicht, weil ich das nicht reingemacht habe. Aber ich werde da noch so ein paar einzelne Szenen rausschneiden. Hot Escape konnte ich nicht ganz aufnehmen, weil mein Fraps da wieder eine Macke hat. Also irgendwie das Hot Escape lässt sich nicht gut auf... Hot Escape, was riecht denn da? Walker Soul, da ist das. ich die ganze Zeit mit Hot Escape. Oder Hoff. Egal. Also da konnte ich ab und zu was gut aufnehmen. Ein paar einzelne Schlachten, ein paar Szenen. Leider keine Raumschiffschlacht, ich habe leider nichts mit dem Raumschiff bekommen. Wie gesagt, das ist ein Power-Up und du musst halt mal Glück haben, dass du das findest. Und vor allem vor einem anderen Spieler. Das ist auch noch so ein Problem. Wenn so ein Item da liegt, dann klaut es dir immer ein anderer Spieler. Oder? Und dann, wenn er das Item einsetzt, dann respawnt das erst wieder, wenn derjenige, der es kaputt eingesetzt hat, halt getötet wird oder sonst was. Habe ich zumindest so das Gefühl, weil sonst wären es ja 10 X-Wings auf einmal in der Luft. Macht ja Sinn. Aber ist ein bisschen schade, dass sie die Raumschiffe nur so irgendwie als Gimmick reinpacken. Klar, kommt dann eh noch so ein Modus, wo man dann nur rumfliegt und nur alles abballert mit den Raumschiffen. Das ist schon cool, wenn man eben Raumschiff-Ding mag. Und die Steuerung ist hier bei den Raumschiffen wesentlich besser als bei Battlefront 2. Das muss man wirklich sagen. Die steuern sich einfach 1000-mal besser. Und ja, ich denke, das war's so. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ist jetzt eh länger gegangen, als ich dachte, aber ist halt einiges. Ich habe halt auch 2 ganze Matches aufgenommen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Vielleicht kommt noch irgendwann ein weiteres Battlefront-Video. Ich weiß es nicht. Da ist die Kamera bestimmt auch noch was. Und bis zum nächsten Mal. Joey. Apropos PS, Leute. Ich habe es doch noch geschafft, ein paar Raumschiff-Szenen rauszuholen. Ich habe jetzt einfach mit den Rebellen nochmal kurz gespielt und habe mir gedacht, komm, jetzt zeige ich euch noch schnell ein X-Wing-Gameplay und ein bisschen vom A-Wing. Und mit diesem tollen Gameplay verabschiede ich mich nochmal. Bis zum nächsten Mal. Joey. Uplink station has been activated. Hold it! I can't... No! Uplink locking sequence offline. We need it operational. Uplink locking sequence offline. We need it operational. Activated an uplink station. Prepare for enemy counterattack. Well done. We've activated the uplink. Now defend it.
uplink deactivated. Get it back online. That's a sight for sore eyes. Yes, ein Schneegleiser down. Ah, die sind super, weil die sind so nervig nämlich. Die Stimme ist so nervig. Idioten, die Idioten, ich klingt's an.